Ja, hallo und weiter geht es mit der Drehscheibensteuerung hin zu einem vorausgewählten Ziel. Wir waren so weit gekommen, dass unser Schaltfahrzeug seinen Weg findet hin zu einer dieser Straßen bei einer Linksdrehung oder eine zu dieser Straßen bei einer Rechtsdrehung. Und zwar wurde A ausgewählt, wird das Schaltfahrzeug hier mit der Straße A landen. Diese Straßen repräsentieren also die Ziele der Drehscheibe. Und in diesem Modul haben wir uns gemerkt, das benutzen wir sozusagen als eine Art, Notizzettel. Hier haben wir uns notiert, wo die Bühne zuletzt stand. In dem Fall auf F. Ist ja auch richtig so. Gut, sie soll nach A gesteuert werden. Unser Schaltfahrzeug wird mit einer Linksdrehung. Unser Schaltfahrzeug wird diesen Weg nehmen und dort den entsprechenden Kontaktpunkt vorfinden. Nämlich, wie viele Schritte zu fahren sind, wenn dieser Schalter auf F steht. Natürlich müssen hier auch die Kontaktpunkte liegen, wenn der Schalter auf G steht, wenn der Schalter auf A steht und so weiter. Für alle 7 möglichen Ausgangspositionen den Weg hin zur Endposition A. Für jede dieser möglichen Schrittweiten muss hier also ein Kontaktpunkt liegen. Das sind insgesamt 7 Punkte. Naja, da steht uns eine kleine Fleißarbeit bevor, denn das Gleiche müssen wir auf all diesen Strecken machen. 7 mal 7 Punkte plus 7 mal 7 Punkte. Und los geht's. Wir holen uns jetzt einfach mal einen Kontaktpunkt von der Scheibe. Wir klicken die an, gehen auf Kontakt für Immobilie. Das ist dann die Scheibe. Oh, da liegt er ja schon. Ja, gut, also da habe ich schon einen hingelegt. Das soll uns jetzt nicht irritieren. Wir brauchen ja insgesamt 7. Ich lege hier einfach mal 7 Kontaktpunkte hin. 3. Immobilien. 4. Immobilien. 5. Immobilien. 6. Immobilien 7. Und die packe ich am besten gleich mal alle in einen Gruppenkontaktpunkt. Den kriegen wir auch hier. Kontaktpunkt für Gruppe. Und da kommen die jetzt alle rein mit Verschieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Wunderbar. Und dann packen wir den hier in die Mitte. Und öffnen ihn. Objekteigenschaften. Und die Einträge, die mache ich jetzt einfach hier. Das scheint mir übersichtlicher zu sein. Wir beginnen mit Nummer 1. Doppelklick. Da sind wir in den Kontakteigenschaften für den Kontaktpunkt für Immobilien. Also, die Bühne soll immer nach A, aber von wo? Das steht in Signal, in Schalter, in Notizzettel Nr. 32. Wenn der nämlich auf A steht, das wäre 1, dann soll die Bühne von A nach A fahren. Das wäre eine 180-Grad-Drehung. Und 180 Grad, das sind bei dieser Drehscheibe 12 Schritte. Also tragen wir hier ein. Die Bühne von der Drehscheibe soll in Schritten gesteuert werden, und zwar mit 12 Schritten nach links. Nach links. Nach rechts, das wäre minus 12. Eine positive Zahl, das ist die eine Schrittweite in Linksdrehung. Okay, damit haben wir das erste. Die erste Möglichkeit definiert, aber wir haben ja noch ein paar weitere. Wieder gehen wir davon aus, wie unser Notizzettel, unser Signal Nummer 32, wenn der jetzt auf B steht, das heißt 2,
Das heißt, wir kommen von B und wollen mit einer Linksdrehung nach A gehen. Dann wäre das Bühne, Schritt, ein Schritt. Okay. So, jetzt kommen wir von C. Nämlich, wenn 32 auf 3 steht, dann kommen wir von C und wollen nach A. Mit der Bühne, Schritt 2. Ja, von C nach A sind 2 Schritte. Okay, jetzt kommen wir von D. 32, 4 ist D. Bühne, Schritt 3 von D. 1, 2, 3 nach A. Jetzt kommen wir von E. 32, 5 von E kommend. Bühne, Schritte 4. Okay. Jetzt kommen wir von F. Von F. Nämlich, wenn das Signal 32 steht auf 6F, dann Bühne, Schritte, ja, und wie viel sind es von F? Von F, das sehe ich jetzt hier nicht. Ja, ich glaube, es sind 8. Gucken wir gleich nochmal. Von F mit einer Linksdrehung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist richtig. Als nächstes kommt dann G. Von G mit einer Linksdrehung nach A. Das ist jetzt nicht etwa so fast einmal rum, sondern wir nehmen dann dieses hier. Ne, hier. Hier steht auf G. Dann wäre dieses das rechte Teil, der rechte Teil der Bühne würde dann hier stehen. Und mit einer Linksdrehung wäre es dann ein Schritt mehr als von F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schritte. Okay. Wenn unsere Ausgangsposition G war oder 7, dann soll die Bühne Schritte machen, 9 nach links. Gut, damit hätten wir diesen Gruppenkontaktpunkt editiert. Und wir gucken mal, ob es auch funktioniert. Los geht's. Wir wollen also immer nach A fahren. Hier stellen wir jetzt verändernde nichts und fahren immer mit einer Linksdrehung, weil wir ja noch gar keine anderen Kontaktpunkte haben. Und zwar steuern wir, ja, wir steuern nach A und kommen von F. Probieren wir es mal. Ich habe die Bühne jetzt etwas schneller gestellt, damit es beim Testen nicht alles so lange dauert. Ja, sie fährt nach A. Von F nach A. Jetzt gucken wir mal. Ich wollte hier rumdrehen. Wenn sie von B kommt, dann muss natürlich auch dieser Schalter auf B stehen. Dieser Notizzettel. Und wir fahren von B nach A. Richtig. Wenn wir von C kommen und wollen nach A, dann wird auch der hier auf C stehen und los geht's. Auch sehr schön. Wenn wir jetzt von D kommen, wunderbar. So, diesmal kommen wir von E. Das müssen wir jetzt hier von Hand machen, weil die Automatik noch nicht funktioniert. Normalerweise geht das natürlich von selber. Sollte das jetzt automatisch auf E stehen.
So, ich klicke hier drauf. Und die Bühne fährt wieder nach A. Die Bühne ist ja sowas von brav. F haben wir schon getestet. Jetzt lassen wir sie mal von G, C, D, E, F. Von G nach A fahren. Mit einer Linksdrehung. Ja, alles bestens. Und von A nach A haben wir, glaube ich, noch nicht getestet. Von A nach A. Nee, mache ich denn wieder? So, hier. Von A nach A eine 180-Grad-Drehung. Ausgezeichnet. Gut, das funktioniert also alles. Dann geht's weiter. Wir haben ja noch ein paar Fahrstraßen, die auch Kontaktpunkte gerne haben würden. Und das machen wir so. Ich stelle mal diese Weiche auf Fahrt und diese auf Abzweig. Ihr werdet gleich sehen, warum. Dann gehe ich wieder in den 3D-Editor, kopiere diesen Kontaktpunkt und schiebe ihn auf das Gleis B. Gut, jetzt müssen wir alle Einträge in diesem Kontaktpunkt so editieren, dass die Drehscheibe nach B geleitet wird. Und zwar, wenn der Schalter auf A steht. Ich komme von A und will mit einer Linksdrehung nach B. Das sind dann 11 Schritte. So, ich komme von 2, von B und will nach B. Eine Linksdrehung 12 Schritte. Ich komme von C und möchte nach B. Das schaffe ich mit einem Schritt. Das ist jetzt immer ein Schritt weniger. Von D sind es dann nach B nur 2. Von E sind es nach B nur 3. Ja. Und von F sind es nach B nur 7. Und von G nach B sind es nur 8. So, damit haben wir auch diese Kontaktpunkte hoffentlich richtig editiert. Ja, wir können jetzt also, wenn alles richtig ist, schon mal vollautomatisch von A nach B und von B nach A fahren. Mit einer Linksdrehung natürlich nur. Probieren wir das doch mal. Wir stehen auf A und wollen nach B. Wir wollen nach B mit einer Linksdrehung. Jawohl. Und jetzt wollen wir von B nach A mit einer Linksdrehung. Alles klar, alles wunderbar. Und ja, den Rest überlasse ich euch dann. Das dürft ihr alles ohne mich weitermachen. Wer verstanden hat, wie das Prinzip funktioniert, der wird das ja jetzt auch ohne mich können. Und auf der rechten Seite ist eben einfach zu bedenken, dass die Drehscheibe sich rechts drehen soll und dass die Einträge dann für einen Schritt nicht 1 heißen, heißt, dass der Eintrag für 1 nicht 1 heißt, sondern minus 1, also immer ein negativer Wert für die Schritte nach rechts. Ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg und viel Spaß mit den fast 100 Kontaktpunkten. Und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ja, und weiter geht's.
Schneller als gedacht. Ich habe ja hier noch einen Reset-Schalter, das wollte ich ja auch noch kurz erklären, was ich mit dem vorgehabt habe. Wenn ich nämlich jetzt hier mal nicht die Automatik, nicht die Schalter bemühe, um die Drehscheibe zu steuern, sondern mal hier reinklicke, passiert gar nichts, warum nicht? Jetzt. Dann ist leider die ganze Automatik durcheinander gebracht. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel hier nach B fahren will, mit einer Linksdrehung, dann fährt die Bühne nicht nach B, sondern nach A. Ja, die Automatik ist im Eimer. Mit diesem kleinen Reset-Schalter habe ich gedacht, jetzt hier mal, also einfach einen halbautomatischen Reset zu machen. Und zwar muss die Bühne von Hand nach A gestellt werden. Und der Reset-Schalter stellt einfach nur unseren Notizzettel dann auch auf A. Wir kommen von A, die Bühne wird von Hand auf A gestellt und dann stimmt auch die Automatik wieder. Dazu müssen wir einfach diesen Schalter veranlassen. Den Schalter, Kontaktpunkte, nee, Quatsch, Objekteigenschaften. Wenn Signal gestellt ist auf 2. Warum geht das jetzt nicht? Achso. Verbindung zu Weich zu Notizzettel Nummer 32. Wenn der Reset-Schalter angeklickt wird, also auf 2 steht, dann soll die 32 den Schaltzustand 1 annehmen. Also sich auf A stellen. Und das war dann auch schon alles. Gut, jetzt testen wir mal. Ich klicke hier drauf. 32 hat sich auf A gestellt. Allerdings muss ich den Reset-Schalter bei dieser Halbautomatik ohne Steuerstrecke und so weiter auch von selber wieder ausschalten, von Hand wieder ausschalten. Und jetzt sollte die Automatik wieder stimmen. Wenn ich nach B fahren will, von A, mit einer Linksdrehung, dann fährt meine Bühne nach B. Und wenn ich jetzt wieder nach A will, mit einer Linksdrehung, dann klappt das auch. Gut, das war alles, was ich gerade noch zeigen wollte. Und jetzt verabschiede ich mich endgültig.